Am 1. Juli-Wochenende fanden beim ATS Bontentor die diesjährigen deutschen Hochschulmeisterschaften im Lacrosse statt. 20 Damenmannschaften spielen um diesen Pokal. Im Herrenbereich nahmen 24 Teams teil. Das sind die Spielgeräte im Lacrosse. Übrigens, die Männerteams spielen mit Kopf- und Schulterschutz, weil Lacrosse mit Körpereinsatz bespielt wird. Der Ball besteht aus Hartkunststoff und springt nur leicht. Wir kommen gerade zurecht, als das Bremer Team gegen Darmstadt antreten muss. Bremen zunächst in der Verteidigung und Darmstadt in Rot spielend geht hier mit einem Fernwurf der Nummer 66 mit 1:0 in Führung. Aber schon im Gegenangriff gleicht die Nummer 21 der Bremer Hochschule nach einem schönen Pass aus kurzer Distanz aus. Hier bereits die Entstehung des dritten Tores der Bremer Mannschaft zum 3:1, nach einem schönen Alleingang der Nummer 13 über das ganze Feld. Weitere Chancen zur Erhöhung des Spielstandes wurden wir hier jedoch vergeben. So kam Darmstadt noch einmal auf und vergötzt hier zum 2:3, der Bremer Torwart hat keine Abwehrmöglichkeit. In der kurzen Pause der 20-minütigen Spielzeit wurden Fehler des Teams besprochen. Kurz nach Wiederanpfiff gelang der Bremer Mannschaft nach schönem Pass ein Tor zum 4:2. Torschütze war dieses Mal die Nummer 20. Bremen dominierte nun das Spiel, vergab aber weitere Chancen. Dennoch sehen wir hier das 5:2 der Nummer 28. Kurz vor Schluss konnte Darmstadt das Ergebnis noch auf 3:5 verkürzen durch einen erneuten Fernwurf der Nummer 60. Nach dem Ende hörten wir den Schlachtruf der Gewinner. Liebe! 1, 2, 3! Liebe! Wie sind Sie zu dieser Sportart gekommen? Ich habe angefangen mit Lacrosse, weil ich Fußball gespielt habe früher und eigentlich immer ziemlich begeistert war von der englischen Art des Fußballs, bisschen ruppiger und ich hatte Lust auf irgendwas mit Kontakt. Dann habe ich hier in Bremen angefangen zu studieren. Da gab es das Hochschulsportprogramm, da habe ich dann jetzt vor einem Jahr angefangen und hat mir gefallen. Und dann war ich dabei geblieben. Das Ergebnis hat uns gebracht, dass wir auf jeden Fall bessere Chancen haben auf dem Platz 9. Also wir spielen jetzt um den Platz, auf die Platzierung 9 bis 12 und der Sieg war wichtig. Auch ein Bremer Damenteam nahm an der Meisterschaft hier in Grün-Trikots zu sehen teil. Allerdings außer Konkurrenz, da nicht alle Spielerinnen Studentinnen waren. Sie traten hier ebenfalls wie die Bremer Männermannschaft gegen Darmstadt an. Kurz nach Beginn bereits das erste Tor für Bremen durch einen Lauf der Nummer 23, der sogar hinter dem Tor weiterging und keine Gegenspielerin störte. Nach einem Foul der Bremer Deckung bekam Darmstadt hier einen Freiwurf zugesprochen, der durch die Nummer 22 zum 1:1 verwandelt wurde. Direkt im Gegenzug dann die erneute Führung für die Bremer Farben. Dieses Mal war die Nummer 35 per Alleingang erfolgreich. Ein Freiwurf für das Bremer Team konnte nicht zum Torerfolg genutzt werden. Es blieb beim 2:1. Hier dann bereits das 4:1 für Bremen nach einem erneuten Freiwurf. Erfolgreich war die Nummer 6. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt. Darmstadt spielte nun wie aufgedreht und kam hier kurz nach Wiederbeginn zum 2:4 durch die Nummer 25. Diese Spielerin bekam die Bremer nicht in den Griff. Hier warf die Nummer 25 auch den Anschlusstreffer zum 3:4. Den Bremer Sieg zum 5:3 wurde dann durch die Verwandlung eines Strafwurfes sichergestellt. Torschütze die Nummer 23. Der Anschlusstreffer der Darmstädter blieb dem Gegner verwehrt, als die Angreiferin hier gestört wird und der Ball knapp das Tor verfehlt. Nach Spielschluss klatschten sich die Mannschaften fairplay-mäßig ab. Natürlich befragte ich auch einige Damenspielerinnen zur Sportart Lacrosse. Wie lange machen Sie die Sportart schon? Eigentlich erst seit 2 Jahren, aber ja, viel Leidenschaft. Seit 2009. Wie hoch ist das Verletzungsrisiko? Geht schon ziemlich auf die Gelenke, weil es sehr schnell ist, sehr wendig, ähnlich wie Hockey. Aber naja, ist eine Rasensportart, man knickt mal um, das kann passieren. Aber wenn man sich da gut schützt, wenn man gut die Bänder dehnt, dann klappt das eigentlich. Man verletzt sich, aber ich glaube nicht viel mehr als beim Fußball zum Beispiel. Mannschaftssportarten sind halt ein bisschen großes Verletzungsrisiko. Ich hatte auch jetzt eine Verletzung, aber ansonsten kann man das eigentlich auch gut überstehen, ohne sich zu verletzen. Das war's jetzt hier mit dem Lacrosse. Mehr dazu jetzt im Studio. Ja, ich habe zum Gast vom ATS Bontentor Anna De Ponte und Julius Antes.
Herzlich willkommen. Moin, moin. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass ich euch hier habe. Die erste Frage gleich: Wie ist für euch das Turnier gelaufen? Wie habt ihr abgeschnitten? Wir hatten mit beiden Teams nicht so die wahnsinnig großen Ambitionen, eine hohe Platzierung einzufahren. Also die Damen sind auch außerhalb der normalen Wettbewerbs angetreten und die Herren wurden noch von anderen Teams verstärkt. Die haben in einer Spielgemeinschaft gespielt, einfach weil diese Organisation des Turniers einfach wahnsinnig zeitaufwendig war und es da einfach nicht möglich war, selbst mit vielen super freundlichen freiwilligen Helfern, da gleichzeitig eine Mannschaft zu stellen und trotzdem noch den Organisationsablauf aufrechtzuerhalten. Wie ist es dazu gekommen, dass die Damen irgendwie außer Konkurrenz gestartet sind? Ja, das lag halt vor allem an der geringen Besetzung von uns. Also die Herren haben ja noch in der Spielgemeinschaft gespielt. Die Damen wollten ursprünglich gar nicht antreten. Dann hatten wir aber kurzfristig eine Absage, sind dann eingesprungen, aber hatten dann halt ganz viele Leute auch auf dem Feld vom Hochschulsport, die das erste Mal auf dem Feld standen. Dann waren wir halt auch relativ gering besetzt und wollten halt einfach, ja, dann sozusagen den Druck von uns nehmen und so ein bisschen, ja, spielmäßig einfach nur vorankommen. Ihr seid ja auch Ausrichter gewesen der Veranstaltung mit dabei. Wie viele Teilnehmer hattet ihr insgesamt? Ich glaube, wir waren gut über 600 Lacrosser. Okay. Also es waren ja 44 Teams da mit ein bisschen mehr als 10 Leuten jeweils. Also es war ganz schön voll an dem Wochenende. Gab es an dem Spieltag denn irgendwie besondere Herausforderungen? Wetter, Angstmannschaft? Was kam da auf euch zu? Angstmannschaft. Gut, ich glaube, wir haben das erste Spiel tatsächlich gegen den Zweitplatzierten am Ende gespielt. Das war dann schon ein relativ tougher Einstieg. Ansonsten war das Wetter supermäßig. Also es war wirklich Sonnenschein den ganzen Tag. Das letzte Spiel am Sonntag war noch relativ dramatisch. Da hat es dann einmal eine halbe Stunde richtig heftig geregnet. Es war dann halt ein dramatischer Schluss. Aber sonst können wir uns nicht beschweren. Aber ihr unterbrecht da nicht bei Regen, sondern es ist wie beim Fußball. Es geht erstmal weiter, ja? Genau, also die einzige Unterbrechung, die es dann gibt, ist halt bei Gewitter, gerade mit den Schlägern, die dann teilweise aus Alu sind oder anderem Metall. Das wäre dann doch zu gefährlich, dann wird abgebrochen und wird erstmal abgewartet, aber ansonsten, wenn es regnet, kalt ist, warm ist, dann wird trotzdem gespielt. Mhm. Julius, wie bist du selbst zum Lacrosse gekommen? Bei so einer Nischensportart wie Lacrosse kommen super viele über den Hochschulsport. Das war bei mir aber nicht der Fall. Ich wurde von einem Freund mit zum Training gebracht, der wiederum von einem damaligen Spieler eingeladen wurde, mal das Training mitzumachen. Habe ein paar Trainings mitgemacht, bin sofort drauf hängen geblieben und seitdem habe ich eine wahnsinnige Begeisterung für diesen Sport und will ihn nicht missen. Anna, und wie ist es bei dir gewesen? Ähnlich oder ganz was anderes? Ich bin tatsächlich klar, wie Julius das gerade gesagt hat. Also ich habe damals, als ich angefangen habe zu studieren, gedacht, okay, ein Mannschaftssport wäre irgendwie nochmal ganz cool, jetzt wo du noch einigermaßen jung bist. Aber solche Sachen wie Fußball, Handball in dem Alter noch anzufangen, also mit Anfang 20, da spielen halt alle schon irgendwie über 10 Jahre. Und dann habe ich Lacrosse gesehen und dachte, da sind bestimmt einige wie ich, die das jetzt erst anfangen. Und genau so ist es auch. Und dadurch wird man halt super integriert und kann auch, sage ich mal, relativ spät dann noch gut einsteigen. Also ihr habt da von bis Altersklassen oder wie sieht das da generell bei euch aus? Ja, definitiv. Also wir haben ja auch ein Jugendteam, momentan ein aktives Herrenjugendteam. Und wir hatten auch Juniorinnen, die wir mittlerweile im Team integriert haben. Aber als sie noch U18, U16 waren, hatten die ihr eigenes Team. Aber wir haben auch bis 40 hoch alles mit dabei. Auch von der Erfahrung her, von über 10 Jahren Erfahrung bis zu einem halben Jahr Erfahrung, spielt alles mit. Okay. Was ist das Besondere für dich an Lacrosse? Was ist der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, das ist mein Sport? Lacrosse hat eine wahnsinnig außergewöhnliche Mischung, bringt dabei viele Elemente, die ähnlich sind wie in anderen Sportarten, zum Beispiel Stellungsspiel aus dem Basketball. Es ist wahnsinnig schnell, laufintensiv, gerade bei den Herren. Es ist aber auch relativ hart, ähnlich dem Eishockey. Und das ist eine relativ außergewöhnliche Mischung. Zudem kommt noch, dass Lacrosse eigentlich auch ein Sport mit sehr viel Geschichte ist, auch wenn er erst seit gut 20 Jahren in Deutschland gespielt wird. Und das alles zusammengenommen ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Mischung. Okay. Und, wie sieht das aus, wenn ich jetzt durch den Beitrag sage oder das Interview, oh, das hat es mir irgendwie angetan, ich habe da richtig Bock drauf mitzuspielen. Wie starte ich am besten? Komme ich einfach zu euch, rufe ich vorher an? Wie läuft das bei euch ab? Unbedingt vorbeikommen, jederzeit. Es macht immer Sinn, vorher sich mal anzumelden, weil wir halt auch Leih-Equipment ausgeben für Anfänger. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass man gleich wahnsinnig viel Geld in irgendwelches Equipment stecken muss. Das bekommt man so mitgegeben. Und es ist für jeden offen, jede Altersgruppe, jedes Fitnesslevel. Die Fitness kommt dann irgendwann von ganz alleine. Also wir freuen uns jeden
über jeden, der sich für den Sport interessiert und mal reinschnuppern will. Und da braucht man überhaupt keine Hemmung zu haben. Also ich kann wirklich meine ganz normalen Sportsachen einfach schnappen. Vielleicht habe ich auch noch Fußballschuhe oder Ähnliches zu Hause liegen. Genau. Komm einfach zu euch und sag, hier bin ich, auf mich habt ihr gewartet. Lass uns anfangen zu spielen. So sieht das aus. Und wie gesagt, haben wir inzwischen auch bei den Herren Jugendbereich, der wahnsinnig gut läuft. Und von 12 bis 16 freuen wir uns da auch über jeden Jugendspieler, der Interesse hat. Bei den Damen genauso. Okay. Aber ich brauche keine besonderen Voraussetzungen, um da einfach mitzuspielen, sondern ich kann einfach, so wie ich bin, ohne Know-how einfach zu euch kommen und Gas geben, ja? Ganz genau. Also wir haben da eine ganz geringe Schwelle und freuen uns über jeden, der es überhaupt versucht und genau. Ja, man muss den auch sagen, man macht unglaublich schnell Fortschritte auch. Also am Anfang ist natürlich dieser Stick, gleich noch zeigen werden, sehr, sehr ungewohnt, aber man zeigt unglaublich schnell Fortschritte, also... Okay. Ja. Super. Vielen Dank. Wir sind damit auch schon am Ende angekommen. Ja.